Noch ist unbekannt, wer gestern ein Team der Heute-Show in Berlin brutal attackiert hat und warum. Der Staatsschutz ermittelt, die 6 Festgenommenen wurden inzwischen wieder freigelassen. Das Team der ZDF-Satire-Sendung hatte am Rande einer Demo gegen die Corona-Vorschriften gedreht. Später prügelten Vermummte auf die Kollegen ein und verletzten 4 von ihnen. Aus Berlin, Stefanie Hein. Feige nennt Berlins Polizeipräsidentin den Angriff auf das Kamerateam der Heute-Show. Völlig unvermittelt sei eine Gruppe von 20 bis 25 Vermummten auf die 7 Fernsehmacher um Satiriker Abdelkarim losgegangen, habe getreten und geschlagen. 4 Menschen wurden zum Teil erheblich verletzt. Berlins Innensenator verurteilt den Angriff. Wirklich brutaler Angriff. Ich wünsche den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ZDF gute Genesung und muss ausdrücklich sagen, aus welcher Motivation auch immer das geschehen ist, rechts, links oder welche Motivation auch immer, solche Angriffe gegen Medienvertreter gehen gar nicht. Das Fernsehteam hatte zuvor auf einer inzwischen regelmäßigen Zusammenkunft von Kritikern der Corona-Beschränkungen gedreht, auf der sich sehr unterschiedliche Strömungen treffen, und war auf dem Rückweg zu den Autos. Direkt nach dem Angriff nahm die Polizei 2 Frauen und 4 Männer fest. Sie sind zwischen 24 und 31 Jahre alt. Über ihre Motive geben die Ermittler noch keine Auskunft. Der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes beklagt, dass Gewalt gegen die Presse zunimmt. Grundsätzlich, Pressefreiheit ist wichtig. Und egal, welcher Mission Kolleginnen und Kollegen unterwegs sind, darf man sie nicht angreifen. Das erleben wir bei Demonstrationen in letzter Zeit immer häufiger, dass Journalistinnen und Journalisten gewalttätig angegriffen werden, ja zum Teil sogar verletzt werden. Und das muss aufhören. Inzwischen sind die Tatverdächtigen wieder entlassen. Aber wegen des Verdachts des besonders schweren Landfriedensbruchs hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.